Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tja, ich war heute im Discounter unterwegs und dort hatten die ein paar mediterrane Pflanzen. Ich konnte halt nicht anders. Und dann habe ich einfach mal zwei kleine Olivenbäumchen mitgenommen. Das ist hier ein Orangenbäumchen. Hier haben wir ein Zitronenbäumchen. Und dieses kleine Bäumchen ist auch ein Zitronenbäumchen, habe ich aus einem anderen Discounter mitgenommen. Das war vorgestern, da gab es aber nur noch diese Pflanze als Auswahl. Und ich habe mir überlegt, ich werde die fünf Pflanzen zu zukünftigen Bonsai gestalten. Aber wir werden jetzt erstmal gemeinsam, ja, oder ich sag mal anders, wir werden jetzt erstmal hier so ein Unboxing machen und schauen uns mal die Pflanzen ein bisschen genauer an. Wie ist überhaupt die Qualität von denen? Ja, ich bin ja mal gespannt, wie die Qualität überhaupt von den Pflanzen ist. Ich glaube, ich habe pro Pflanze, lass mich mal überlegen, entweder waren es 3 € oder 4 € habe ich bezahlt. Aber der Vorteil ist, dadurch, dass die noch so richtig filigran und klein sind, kann man die optimal für die mein Gott, Bonsai-Gestaltung nehmen. So, das Blöde ist jetzt an den Schalen, hier ist jetzt keine genaue Bezeichnung mehr dran. Das ist ja jetzt hier das Orangenbäumchen. Ich will noch mal gucken. Ja, das ist das Orangenbäumchen. Das stelle ich mal dahin. Ja, er verliert schon ein paar Blättchen. Okay. Die sollte man auch relativ schnell umtopfen, weil man weiß ja jetzt gar nicht, wie die Pflanzen dort gepflegt worden sind. Ich vermute, die sind wieder staubtrocken oder triefend nass. Ah, ich habe mich, glaube ich, am Karton geschnitten. So, komm mal raus, das ist ja jetzt hier das Zitronenbäumchen. Ja, wobei, wenn man genau hinschaut, dann kann man die auch unterscheiden, den Orangenbaum und Zitronenbaum. Ja, hier ist das Substrat schon mal triefend nass. Bei dem auch. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was besser ist, triefend nass oder staubtrocken. Hier sieht irgendwie noch die Tüte so komisch drumherum, okay. Machen wir mal die Zitronenbäumchen hier in die Ecke. Das kommt mal eben einfach auf den Boden, ja. Die Olivenbäumchen wollte gerne meine Mutter haben. Ich habe auch den einen Olivenbaum, der ist jetzt nicht mehr auf meinem Balkon. Ich habe meiner Mutter gesagt, wir können dann besser ein paar Bonsai auf dem Balkon hinstellen. Dann kann man die ja irgendwie auf dem Tisch platzieren. Weil diese ganz großen Töpfe, ich möchte das nicht mehr auf dem Balkon. Also dann alle 2 Jahre diese gigantische Umtopfaktion, da habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so eine große Lust drauf, weil da muss ich ja den Topf letzten Endes immer erstmal runterschleppen. Das ist dann auch immer eine Riesenschweinerei auf dem Balkon. Eieiei, okay. Hier die Blättchen hier im unteren Bereich haben irgendwie einen leichten Schaden erlitten. Auch hier ist das Substrat, ja, es geht. Bei den Olivenbäumchen geht es, aber bei den dreien, Entschuldigung, bei den beiden hier ist das triefend nass. Ja, der ist jetzt schon 2 Tage bei mir, bei dem ist das jetzt okay. Ich räume mich aber erstmal mit dem Tisch auf, damit ich hier mal mehr Platz habe. Ich werde jetzt als erstes mit den 2 Olivenbäumchen beginnen. Ach, und bevor ich noch vergesse zu erwähnen, als Substratmischung verwende ich jetzt eine Mischung aus Kokoserde und feinem Blähton. Ich habe jetzt so in etwa 2 Teile Kokoserde und 1 Teil Blähton verwendet. Aber ich bin ja mal gespannt, wie die Wurzeln überhaupt aussehen. Ja, komm mal hier raus. Ja, das rieselt einem ja schon so entgegen. Hier sind auch schon ein paar Wurzeln so im Topf drin geblieben. Ja, okay. Machen jetzt auf mich aber einen ganz guten Eindruck. Ich sortiere mir jetzt hier die Wurzeln einfach mal so ein bisschen, um mir mal einen Überblick zu verschaffen. Ja, diese ganz langen Wurzeln werde ich jetzt mal minimal hier einkürzen, aber nur so ein bisschen. Zack. Ja. Zumindest ist das jetzt hier nicht schon irgendwie kaputt gegangen. Ach ja, und lasst die Pflanzen, wenn ihr noch am Überlegen seid, wie ihr die jetzt vielleicht pflanzen wollt oder in was für ein Gefäß, jetzt nicht zu lange bei der Wärme, sage ich jetzt mal, rumliegen, weil die Wurzeln können euch relativ schnell vertrocknen. Ich habe mir jetzt natürlich vorab schon Gedanken gemacht, wo ich die hineinpflanzen werde. Jetzt erst einmal, das wird ja jetzt auch ein paar Jahre dauern, bis das hier überhaupt ein Bonsai ist. Da die Olivenbäumchen jetzt größere Bonsai werden sollen, bekommen die jetzt auch noch keine Bonsai-Schalen. Ne, das ist jetzt erstmal für mich jetzt egal, ob die Wurzeln jetzt auch weiter in die Tiefe wachsen. Wie gesagt, die sollen jetzt auch mal mit der Zeit etwas größer werden dürfen. Das ist hier einfach so ein Tontopf. Und ich pflanze den jetzt erst, gieße ihn dann auch schon ein bisschen an und dann wird er auch ein bisschen geschnitten werden. Aber der ist ganz cool, ne? Da kann man so einen schönen Bonsai mit so 2 Stämmen rausmachen. Ich lasse jetzt auch wie immer einen kleinen Gießrand hier oben. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, meine kleine Gießkanne hier rüber zu holen. Ja, egal. Dann laufe ich einfach mal los. Weil es ist jetzt so heiß. Ich glaube, draußen haben wir 38 Grad. Ey, holla die Waldfee. Nee, ich hole mal eben die Gießkanne. Ich gieße den jetzt sofort an. Sicher ist sicher. So, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das Wasser da unten gleich ein bisschen rausläuft. Dich packen wir jetzt erstmal nach dahin. Kommen wir mal zu Olivenbäumchen Nummer 2. Hier wächst schon ein schönes Unkraut drin. Zack, mal eben beiseite.
Diese alte Erde hebe ich immer auf. Ich habe hier einen ganz großen Blumentopf draußen stehen. Da schmeiße ich die einfach immer rein und dann kommen die irgendwann einfach in den Garten. Also die schmeiße ich jetzt nicht in meine Biotonne. Bei dem ist das Substrat ein bisschen nasser. Mal eben hier so ein bisschen sortieren. Hier sind einem auch schon so Wurzeln entgegen. Es ist auch echt zu nass. Gerade so die mediterranen Pflanzen. Oder was heißt gerade so? Es gibt ja auch andere mediterrane Pflanzen. Nee, aber gerade so die Olivenbäumchen, die können halt auch nicht haben, wenn die permanent so nasse Wurzeln haben. Dann können sie auch mal relativ schnell eingehen. So, er hier hat jetzt schon eine richtig dicke Wurzel. Die werde ich kappen, damit er letzten Endes mehr feinere Wurzeln ausbildet. Weil diese dicke, fette Wurzel hier, die kann ich auf Dauer gesehen nicht gebrauchen. Und ich habe was vergessen. Ich habe ja die Pflanze gewechselt. Ich desinfiziere mal sicherheitshalber die Schere. Ist ja gut möglich, dass der andere Olivenbaum vielleicht irgendwie eine Erkrankung in sich trägt. Man weiß es ja nicht. Eben schauen, wenn du ja mal irgendwie in eine flachere Schale kommst, dann kappen wir dich. Ja, nehmen wir hier mal so ein bisschen weg. So. Eben gucken. Ja, diese ganz lange Wurzel kann ich auch kappen. So. So. Ist jetzt nicht so viel, was ich da abschneide. Man muss jetzt auch bedenken, der muss sich ja auch ein bisschen erholen. So zu 100% geht es der Pflanze jetzt auch nicht. Hier ist irgendwas verwurstet. So. Schauen wir, hier ist auch noch was Langes. Zack. Mehr kommt da jetzt nicht ab. Der darf auch mal mit der Zeit größer werden. Bei dem bin ich am Überlegen, ob ich den später ganz, ganz, ganz vorsichtig drahte. Da muss man höllisch aufpassen, weil die haben eine dünne Rinde. Ich wurde ja auch mal darauf hingewiesen, Ahornbäume darf man überhaupt nicht drahten. Wisst ihr was? Macht das, worauf ihr Bock habt, was euch gefällt. Und bei den Ahornbäumen zum Beispiel, da muss man einfach nur richtig vorsichtig drahten. Und man muss das ständig kontrollieren, dass der Draht nicht aus Versehen da einwächst. Dann hat man halt diese komischen Riefen an seinen Pflanzen. Das sieht dann halt so unschön aus. Wenn der Draht mal eingewachsen ist, das geht auch nicht mal irgendwann wieder weg. Aber man sammelt dann halt auch so nur mal seine Erfahrung. Und dann muss man halt gerade bei so Ahornbäumchen oder auch hier beim Olivenbaum halt vorsichtig arbeiten und dann wirklich immer gucken, was macht der Draht? Sollte man den schon abnehmen oder ist alles noch so weit in Ordnung? Und ich denke, den werde ich nachher vielleicht wirklich drahten. Ich weiß es jetzt aber in diesem Moment noch nicht. Weil so von da vor mir, ach, kaputter Zweig, zack, komm mal weg, gefällt der mir jetzt nicht wirklich. Ja, mal überlegen. Ich gieße mal jetzt auch an. Bin ich gerade am Überlegen, in welcher Höhe kapp ich den. Ach, wisst ihr was mit dem Drahten? Ich mache das noch nicht. Der soll mal erst hier anwurzeln. Vergesst mal, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich den noch drahten möchte. Ich mir jetzt vorstelle, der darf ja mit der Zeit mal höher werden, aber so gefällt mir jetzt das Wachstum nicht. Ich will hier letzten Endes auch wieder einen Neuaufbau machen. Wir kappen dich jetzt erstmal. Ich nehme jetzt erstmal nur hier die Spitzen weg. Und auch hier diesen mittleren. Damit hier mehr Verästelung mit der Zeit kommen. Aber wie gesagt, das dauert ein paar Jahre. Wenn man halt die Bonsai selber als Jungpflanzen schon hat, da muss man halt wirklich ein paar Jahre warten, bis man da mal ein Ergebnis sieht. So schnell geht das leider nicht. Oder man holt sich dann schon mal zum Beispiel sowas wie eine Zuckerhutfichte, die größeren, oder Wacholder, da siehst du auch relativ schnell ein Ergebnis. So, dich wollen wir ja mal als Doppelstamm. Die hier müsste ich mal mit der Zeit ein bisschen mehr auseinander machen. Schneiden wir bei dir auch einfach nur mal die Spitzen hier ein bisschen weg. Olivenbäumchen auch nicht draußen rumstehen lassen, es sei denn, ihr wohnt in so ganz milden Klimaregionen. Meine großen Olivenbäumchen draußen haben diesen Eiseswinter echt überstanden, haben zwar Frostschäden erlitten, aber treiben jetzt wieder gut aus. Aber hier diese Jungpflanzen, die würde ich im Winter auf jeden Fall reinholen und dann platziere ich die einfach hier in meiner Werkstatt an einem hellen Standort. So, mehr kann ich jetzt bei den beiden schon nicht machen. Angegossen habe ich sie ja. Ich glaube, ich räume mal eben hier den Tisch auf. Also wirklich dran denken, im Winter reinholen. Das gleiche gilt hier auch für den Orangenbaum und für den Zitronenbaum. Ich glaube, die Hunde leiden auch schon unter der Hitze. Entschuldigung, das sind zwei Zitronenbäumchen und da vorne ist noch... Nee, Quatsch, das sind zwei Orangenbäumchen. Jetzt habe ich es selber vergessen. Jetzt komme ich hier gerade komplett durcheinander. Das war ein Zitronenbaum, das ist ein Zitronenbaum und das hier war ein Orangenbaum. Die Blätter sehen auch ein bisschen anders aus, aber echt nur ein bisschen. Ja, die Wärme. Das ist schön, ne? Man kann immer alles auf die Wärme schieben. Bei den Zitronenbäumchen bin ich am Überlegen, ob die schon in so kleine Bonsai-Schalen kommen. Das sind jetzt so ganz günstige Bonsai-Schalen, die sind einfach aus Plastik. Man muss nicht gleich halt Bonsai-Schalen aus Keramik und so weiter kaufen.
Für den Anfang kann man einfach auch mal so Plastikschälchen nehmen. Sieht letzten Endes dann immer schon ein bisschen mehr auch nach einem Bonsai aus, ne? Als wenn die hier so stinknormalen Tontöpfen sind. Da die jetzt auch nicht so riesig mal werden sollen, kommen die jetzt auch wahrscheinlich schon in so eine Bonsai-Schale. Aber ich räume jetzt hier erstmal die Erde von den Olivenbäumchen weg. Oh, riecht mir schon ein Blatt weg. Naja, passiert. Aber davon mal abgesehen, die Blättchen hier im unteren Bereich sollen ja eh weg. Ja, du stehst aber ganz schön tief da drin, hä? Ja, so viel Stammbereich haben wir noch. Oha. Oha. Deswegen schaue ich immer nach, wie tief sind die gepflanzt, weil dann kann man ja noch mal ein bisschen umswitchen. Ich war nämlich vorhin am Überlegen, ob ich diesen Trieb hier vielleicht entferne. Das werde ich aber jetzt nicht machen. So, auch mal eben die Wurzeln hier so ein bisschen, aber nur minimal sortieren. Der hat auch noch feinere Wurzeln als der Olivenbaum. Mehr will ich da jetzt auch gar nicht dran machen. Mal eben schauen. Das sieht aber alles soweit in Ordnung aus. Eben desinfizieren, sicher ist sicher. So. Nur so ein klitzekleines bisschen. Ach ja, und die Pflanzen, die kommen jetzt alle gleich nicht in die pralle Sonne, weil ich weiß ja nicht, wo standen die denn jetzt. Ich vermute, die waren jetzt über längere Zeit in einem Gewächshaus wahrscheinlich. Und wer weiß, wie lange die jetzt transportiert worden sind. Ich vermute, die sind die pralle Sonne noch gar nicht gewöhnt. Und deshalb kommen die jetzt erstmal ja, so 1 bis 2 Wochen in den Halbschatten. Und jetzt auch gerade bei diesen hohen Temperaturen werde ich die nicht sofort schon in die pralle Sonne stellen. Sonst werden euch die Blättchen verbrennen. Und im schlimmsten Fall können die Pflanzen dann auch eingehen. Ich meine, ich kann jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht sagen, ob alle Bonsai das schaffen werden. Also im Frühjahr werde ich dann wieder an denen weiterarbeiten. Dieses Jahr glaube ich nicht mehr wirklich. Und wenn, dann werde ich es ja eh filmen. Und wer weiß, wie der Winter dann halt wird. Ne? Es ist auch gut möglich, dass mir da ein Bonsai von eingehen wird. Das weiß ich ja jetzt leider auch nicht. Ein Rosmarin-Bonsai ist ja leider kaputt gegangen. Aber ich habe ja hier schon 3 neue Kandidaten. Aber irgendwie hatte ich heute mehr Bock auf die mediterranen, oder, ja gut, das ist ja auch eine mediterrane Pflanze, hatte ich jetzt mehr Bock auf den Zitrus-Bonsai. Und halt, wer ist es? Mein Gott, Olivenbaum. So, auch wieder ein bisschen angießen. Also ich finde, es ist schon ein Unterschied, ne? Ob man die jetzt in so einer Bonsai-Schale schon drin hat oder halt in so einem Tontopf. Könnte man auch schon mit der Zeit, wenn das hier alles ein bisschen dicker geworden ist, da mache ich jetzt noch gar nichts, mal so ein bisschen auseinanderziehen. Aber ich glaube, ich lasse den jetzt erstmal in Ruhe. Dem geht es aber ganz gut, finde ich. Er hat hier eine unschöne Schnittstelle. Muss ich auch mal im Laufe der Zeit dran arbeiten. Na komm. Oh, der ist gut durchgewurzelt. Hammer, ne? Wie viel Erde da oben drauf liegt. Aber so machen die schon mal echt einen guten Eindruck auf mich. Also da kann ich jetzt nicht meckern, außer dass das Substrat zu nass ist. Und gerade mit so Jungpflanzen, ne, dann kann man ja von vornherein selbst entscheiden, wie der mal werden soll. Aber wem das halt zu langwierig ist, also dann besser wirklich mal eine Zypresse, eine größere, die kann man gut gestalten. Dass man dann auch wirklich schon mal sieht, dass es ein Bonsai ist. Oder wie gesagt, ich glaube, ich habe schon erwähnt, ein Wacholder. Ich überlege gerade, was geht denn noch schneller? Ja, die Zuckerhutfichte, die ich mal gemacht habe, die wird auch irgendwann mal geschnitten werden. Ja, die Schale ist ein Tacken zu groß. Ich muss mal eben gucken, ob ich noch eine kleinere habe. Habe ich ein Glück, ich habe gerade noch eine kleinere Schale gefunden. So, mal eben gucken. Ja, das passt jetzt auch schon mal soweit. Kriegen halt hier alle das gleiche Substrat. Auch immer darauf achten, dass ihr keine Hohlräume habt im Wurzelbereich. Können sich die Wurzeln nämlich besser entwickeln. Kann auch sein, dass ich diesen Zitronenbaum größer wachsen lasse. Weiß ich noch nicht. Das entscheidet sich einfach immer im Laufe der Zeit. Ich habe zwar schon eine grobe Vorstellung, wie die teilweise mal werden sollen. So ist es jetzt nicht. Aber man kann sich auch immer noch mal umentscheiden. Im Prinzip ist man sowieso mit seinem Bonsai nie fertig. Das geht ein Leben lang und dann irgendwann gibt man die Pflanzen ja weiter. Ich habe ja auch teilweise Bonsai, da bin ich der dritte Besitzer und dann halt der zweite Besitzer. Und die sind ja auch noch nicht fertig. Die Ulme zum Beispiel, die müsste jetzt eigentlich, ja um die 40 Jahre könnte sie jetzt schon sein. Oder sie ist jetzt 40 Jahre. Ja, reiß ab. Wollen wir denn bei dir schon mal was abschneiden? Ach, und bei diesen Plastikschälchen, da sind schon so Abzugslöcher und so, die sind so klein, da kann nichts passieren. Ne? Das ist alles schon vorgegeben. Bei den Keramik-Bonsai-Schalen, da muss man immer noch diese, ja, so Gitternetze. Ja, warte mal, ich schau mal, ob ich hier was
als Beispiel. Die haben so ganz große Abzugslöcher. Und dann macht man hier unten so Gitter rein. Sonst würde einem ja alles durchrieseln. Und das ist bei denen hier alles schon vorhanden. Das ist auch praktisch. Aber wenn die Bonsai irgendwann mal fertig sind, also es ist immer eine Geschmackssache, dann kommen die auch in diese Keramikschalen. Sieht dann einfach schicker aus. Ach Quatsch, ich wollte mir noch schneiden. Also irgendwie macht mich die Wärme heute auch ein bisschen Malle. Ja, nehmen wir mal hier so ein bisschen die Spitzen jetzt nur weg. Ja, das lasse ich mal in Ruhe. Die Blättchen haben auch teilweise einen Schaden. Nur minimal, damit mehr Verzweigung kommt. Schneide ich jetzt so ein paar Millimeter oberhalb der Blättchen hier. So. Kommt dann im Winter auch rein. Beiseite. Und diese Schnittstelle wird irgendwann mal hier behandelt werden. Die sieht ein bisschen doof aus. Und er hat hier auch noch so eine komische Schnittstelle. Ja. So. Ich erzähle es ja andauernd, ne? Scheren desinfizieren oder Werkzeug allgemein. Ja, so ist das schon besser. Ja, man weiß ja nie, ne, was die Pflanzen haben, gerade wenn du neue Pflanzen hast. Und der letzte, der kommt aber gleich in so einen Tontopf. Das ist jetzt der Orangenbaum. Hat leider auch hier eine komische Schnittstelle, kann man aber auch alles wegbekommen. Boah, du bist aber klitschenass. Uiuiui. Deshalb solltet ihr die Pflanzen auch immer relativ schnell umtopfen, wenn ihr die neu habt. Ein paar Tage kann man die erstmal rumstehen lassen, aber nicht zu lange warten. Hoffentlich schafft ihr alle die Überwinterung. Das ist immer mein erster Orangenbaum, also zukünftiger großer Bonsai, sag ich jetzt mal. Der hat im Winter ja echt alle Blätter abgeschmissen. Ich habe Schweißausbrüche bekommen, weil die Zitruspflanzen finde ich persönlich nicht immer einfach zu überwintern. Genauso wie die Bougainville auch oder eine Diplademia. Aber wenn wir jetzt bei dem Bonsai bleiben, also Bougainville und auch die Zitruspflanzen, finde ich, die sind nicht immer einfach in der Überwinterung. Ich finde so einen Olivenbaum deutlich einfacher. Ja, wenn wir dich ein bisschen größer wachsen lassen. Muss ich gerade nachdenken, welchen Topf er bekommt. Auch hier ein bisschen kürzen. Weil ich will ja auf Dauer gesehen ganz viele feine Wurzeln haben. Hier ist eine etwas dickere, die kappen wir jetzt mal. Ganz lange. Und tschüssi. Kommst du hier schon rein oder auch? Ich glaube, ich habe noch eine Plastikschale. Mal gucken. Der Orangenbaum hat Glück. Der kommt jetzt in eine Keramikschale. Und hier ist dieses Gitter, was ich vorhin meinte. Von der Farbe her passt mir das jetzt nicht so richtig in den Kram. Aber das ist ja hier alles noch in der Entstehung. Du wirst dann irgendwann mal eine passendere Schale bekommen. So ist es ja nicht. Aber für den Übergang ist jetzt erstmal egal. Das ist aber auch immer Geschmackssache. Welche Farbe soll die Schale haben? Da gehen die Meinungen auch extrem auseinander. Zum Beispiel, jetzt muss ich mal überlegen. Ja, nehmen wir jetzt mal einen Apfelbaum als Beispiel. Da kann man auch ganz gut, wenn der so rote Äpfelchen bekommt, auch eine rötliche Schale nehmen. Oder man nimmt eine Schale, ja, bei den Schalen guckt man halt immer, dass die zum Beispiel auch zur Rinde passen, zur Farbe der Blätter. Also das ist auch nochmal wirklich ein Thema komplett für sich. Dann die ovalen Schalen wiederum. Entschuldigung, die runden Schalen, die sind dann zum Beispiel, also bei den Bonsai unterscheidet man auch nochmal, ist der so ein bisschen weiblicher, halt rundlicher der Bonsai oder ist der so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen rauer vom Aussehen her, ne, sieht der so ein bisschen männlicher aus. Da würde man jetzt Kiefern dann eher in so eckigere Schalen zum Beispiel pflanzen, aber wie gesagt, da gehen die Meinungen sowas von auseinander. Einfach das machen, was einem gefällt. Na, und wie gesagt, die weiblicheren oder die Bonsai, die halt ein bisschen weiblicher aussehen, die kann man dann ganz gut in so runde Schalen pflanzen. Aber das ist wirklich echt nochmal so ein Thema für sich. Und dann halt immer gucken, wie ist denn die Farbe von dem Stamm oder von der Rinde vielmehr, die Blätter, die Form der Blätter. Also das ist ein Thema. Das ist auch der Hammer. Damit kann man sich auch nochmal Stunden beschäftigen, welche Keramik für die Bonsai. Ja, und dann geht das auch, ich krieg's jetzt nicht mehr auf die Reihe, die Höhe der Schale und auch die Größe, ja, ich krieg's jetzt nicht auswendig hin, bevor ich jetzt hier aus Versehen was Falsches erzähle. Das war, glaube ich, dann 2/3 von der Baumhöhe, aber das will ich jetzt hier gar nicht erklären, weil das kann ich jetzt auch nicht auswendig. Aber da kann man sich auch stundenlang allein mit diesem Thema schon mal beschäftigen. Ja, es sieht schon cooler aus, ne? Muss man sagen. Gut, Schere hatte ich ja desinfiziert. Ich bin mir gerade unsicher, so. Imelda ist wieder am Meckern.
Tja, wollen wir dich auf Dauer so wachsen lassen oder machen wir was ganz anderes bei dir? Wenn man sich unsicher ist, erstmal nur die Spitzen hier ein bisschen wegnehmen. Werde ich jetzt erstmal machen. Könnte mir nämlich jetzt auch vorstellen, das sieht vielleicht ganz cool aus, wenn man den hier mal vorsichtig, wobei er ist schon viel zu nah hier unten eigentlich dran. Ich mache jetzt erstmal hier nur die Spitzen weg und dann einfach mal gucken, wo hier halt neue Verästelungen entstehen werden. Aber ich denke mal, auf Dauer gesehen nehme ich das hier unten komplett weg. Mache ich jetzt aber noch nicht, das wäre jetzt zu viel des Guten. Angegossen haben wir sie ja alle schon. Geschnitten haben wir sie auch ein bisschen. Die werde ich jetzt erstmal alle beiseite stellen, kommen halt jetzt in den Halbschatten, beziehungsweise jetzt erstmal sogar richtig in den Schatten, damit die sich erstmal an das Licht gewöhnen können. Wenn ihr könnt, gießt eure Bonsai mit Regenwasser, wenn ihr könnt. Außer zum Beispiel, den könnte ich euch noch zeigen, den Oleander-Bonsai. Der mag auch kalkhaltiges Wasser. Mit dem Regenwasser habe ich aber jetzt auch allmählich Probleme. Meine Regentonne ist bald leer, deswegen werde ich meine Bonsai jetzt auch demnächst mit Kranberger gießen. Aber ich hole mal eben den Oleander. Das ist mein Oleander-Bonsai, ein Just-for-Fun-Projekt. Der hat übrigens auch ein separates Video. Das Einzigste, was ich bisher an ihm gemacht habe, ich habe den in einem Livestream mal umgetopft und habe die Wurzeln so ein bisschen geschnitten. Aber der Livestream hatte leider eine grottenschlechte Qualität, deswegen habe ich den mal offline genommen. Wenn ich aber in der Zukunft wieder an ihm weiterarbeiten werde, keine Sorge, ich werde das auch filmen. Ich bin auch manchmal am Überlegen, ob ich diesen Stumpf hier auf Dauer mal entfernen werde. Ja, und mit der Zeit, da muss ich halt noch überlegen, wie er genau mal werden soll. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt zu 100% jetzt auch noch nicht wirklich sicher. Der einzige Nachteil von meinem dauerhaften Schneiden ist jetzt allerdings, es ist fragwürdig, ob der jemals blühen wird. Und ach ja, beim Oleander, da solltet ihr, wenn ihr sehr empfindliche Haut haben solltet, mal besser Handschuhe tragen, weil der ist nun mal giftig. Der sondert dann auch so ein, ja, so ein Substrat, sag ich schon ab. Der sondert dann so einen milchigen Saft ab, wenn man den schneidet. Ich wasche mir dann einfach immer direkt danach die Hände. Ich habe da jetzt persönlich keine Probleme, aber wer wirklich empfindlich sein sollte, sicher ist sicher, einfach Handschuhe anziehen. So, die können wir jetzt eigentlich wieder nach draußen bringen und ich muss die auf jeden Fall alle jetzt hier gleich nochmal gießen. Also die jetzt nicht, aber den Oleander hier, der ist jetzt auch schon staubtrocken. Den kann man auch im Anstau stehen lassen. Also das bedeutet, hier kommt eine Schale drunter, da ist dann permanent Wasser drin und dann lasst ihr den da einfach drin stehen. Das mache ich auch teilweise mit den größeren Oleandern, jetzt gerade auch bei diesen 38 Grad, die wir aktuell haben. Holla die Waldfee. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich jetzt gleich noch hier an dem Rosmarin weiterarbeite. Du kommst jetzt mal eben wieder nach draußen. Ich bin jetzt auch soweit fertig mit meinem zukünftigen Bonsai. Gedüngt werden sie so in etwa in 2 Wochen. Da verwende ich einen Flüssigdünger für mediterrane Pflanzen. Ja, und wenn ihr könnt, dann gießt sie mit Regenwasser. Aber kann ich jetzt auch wirklich nicht mehr lange machen. Meine Regentonne ist fast leer. Ich muss jetzt auch in 2, 3 Tagen dann nur mal mit Kranberger anfangen. Es sei denn, es regnet hier demnächst. Aber ist immer noch besser, als wenn man die Pflanze jetzt gar nicht gießen würde. Thema Schädlinge hätten wir noch. Also beim Olivenbaum ist mir jetzt noch nie was aufgefallen. Den Orangenbaum, den ich jetzt schon seit einem Jahr habe, da waren bisher jetzt auch noch keine Schädlinge im Sommer vorhanden. Die können dann eher mal einen Schädlingsbefall im Winter haben. Ich hatte da jetzt toi, 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 jetzt wirklich immer Glück mit meinen Pflanzen. Und ansonsten kann man die Läuse ja erfolgreich mit Milch oder halt mit schwarzem Tee beschäftigen, wollte ich schon sagen. Beseitigen, nennen wir es mal so. Und wenn ich an denen weiterarbeiten werde, dann nehme ich das auch wieder auf. Aber ich vermute, vor Herbst werde ich da jetzt erstmal gar nichts mehr dran machen. Und ich bin am Überlegen, ich denke, ich mache jetzt wirklich hier diesen Rosmarin jetzt weiter. Ich habe hier gerade irgendwie so einen Bonsai-Flow. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Aber an dieser Stelle werde ich jetzt einfach mal Tschüss sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr gerne da in die Kommentare reinschreiben oder halt auch auf Instagram. Einige von euch haben mir ja schon Fotos von ihren Pflanzen geschickt. Das könnt ihr gerne machen. Soweit es mir möglich ist, beantworte ich das auch immer. Falls ich es, die Wärme, Entschuldigung. Falls ich es jetzt aber auch nicht wissen sollte, dann antworte ich euch da auch ganz ehrlich. Ich kann schon nicht mehr reden, es ist einfach zu heiß. Macht's gut, eure Pink Peach.